das Finale der vierten Indoor-Challenge der Golfrevue, heuer mit Nivea und Golf TV 1 als Presenting-Partner, ging traditionell in der Golfhalle beim Budo Center in Wien 10 über die Bühne. Österreichweit beteiligten sich insgesamt 64 Teams an dem Bewerb, 16 qualifizierten sich für das Finale. Als Sieger konnten sich alle 16 Spieler sehen, denn für jeden der Teilnehmer am Finale gab es einen Gutschein vom Golfclub Aachensee und eine Übernachtung im Furtners Lebensfreude Hotel in Bertisau. Den Longest Drive hat jedenfalls das Team aus Vorarlberg. 6 Vorarlberger reisen nach Wien zum Indoor-Challenge-Finale. Welche Motivation steckt da dahinter? Ja, wir haben vor 3 Jahren einen Indoor-Golf-Club gegründet in Vorarlberg. Es war der erste in Vorarlberg und haben da einige Mitglieder. Und ich wollte jetzt einfach meinen Mitgliedern da was bieten und haben das mit einem Ausflug verbunden. Wir haben 18 Loch gespielt und wollten einfach mal uns messen, einmal mit den Wienern, mit den Innerösterreichern. Und ist eine ganz tolle Geschichte für uns. Ihr seid nächstes Jahr auch wieder dabei? Ja, aber sicher doch. Nächstes Jahr holen wir den Titel nach Vorarlberg, das ist ganz klar. Für einen Sieg für ein Vorarlberger Team hat es nicht gereicht. Der ging an ein Team aus Wien. Mit 54 Schlägen, 3 Schläge Vorsprung, also es war nicht einmal knapp oder schon bald bestechen. Gratulation den Armin Rockenschaub und den Arthur Reus. Und den Preis, den ihr heute gewonnen habt, geht ja Weltreise locker aus. Eure erste Indoor-Challenge-Teilnahme? Das ist das erste gemeinsame Turnier, das wir spielen, ja. Und war super. Du schaust ein bisschen müde aus, hat das einen Grund? Ja, war gestern ein wenig fort und habe ein bisschen Schlafdefizit gehabt. Habe ich kurz auf der Couch nachgeholt. Jetzt passt es wieder. Das heißt, du warst gestern unter der Bar oder unter Bar? Unter der Bar war ich nicht. Wie seid ihr zu dem Turnier gekommen? Naja, ich bin einer, der ganz gerne trainiert und je mehr man trainieren kann, umso besser ist es halt auch im Winter. Und da hat sich das mit der Challenge einfach angeboten. Ich habe das zufällig gelesen eigentlich im Internet, dass man dann auch im Winter die Möglichkeit hat, eigentlich ein bisschen einen Nervenkitzel zu haben und nicht nur auf den Ball drauf zu haben, sondern ein Turnier zu spielen.